Doch, jetzt läuft sie. Der automatisch. Ja, wir fahren das LKW zurück, aber die Aufnahme scheint nicht, das ist doof. Na gut, auch immer klappt. So, und jetzt geht's zurück zum Hof. Baustellenanhänger wieder bei den beiden Rädern ab. Vielleicht können wir da die Kälber, ne, wieder mal stehen drin. Noch eine Rinne immer. Mal sehen, was jetzt die Schweine versorgt bekommen mit Futter. Und Stroh. Dann mal schauen. Gärreste, das läuft. Ja, aktuell, also das klappt auf Feld 2. Wenn das fertig ist, müssen wir auf Feld 3 uns beschäftigen und der Raps wird immer noch auf Feld 3 aufgezählt. Der kommt gleich auf Feld 2 auch noch entsprechend hier. Ne, da ist ja Feld 3 und da ist super schön. Der arbeitet fleißig. Zusammenarbeit mit Autoreif. Ich habe beides die aktuellen Versionen drauf. Ne? Ja, wie schön. Ich weiß nicht genau, wie ihr das jetzt berechnet. Normalerweise muss man eine Frucht haben zum Berechnen. Ist mir ein bisschen jetzt nicht ganz klar, wie es funktioniert. Wegen der Menge an Stickstoff. Aber mal schauen. Ob wir das nicht eher hinterher machen müssten, nach der Aussaat. Und dann könnte er genau sagen, oh, jetzt haben wir aus dem Anhänger. Dann könnte er hinterher sagen, ja, das ist ja jetzt drauf. Ne? Genügend. Das werde ich jetzt mal probieren auf Feld 14. Also geradeaus auf Feld. 15 ist ja Raps. Quatsch. Nicht Raps. Ach, nun. So. Sollen wir gleich mal den Anhänger nehmen? Das ist der kleine, der passt nämlich gut rein. Im Stall zur Not bei den Kühen. Dazu werden wir gleich mal die Stroh zu den Schweinen fahren und dann gleich das Futter holen. Ja, ich müsste eigentlich das Futter auch da vorne hinstellen. Ne? Das wäre ja ein bisschen einfacher. Aber wir haben Futter ja im Lager. Die Laseballen. Mist fettern wir noch. Aber die eingestellt, ne? Ja, da fahren wir hin. Ne? Wir laufen noch nicht so gut. Der Fahrer wollte nur einstellen, dass ich die BGH Mist geliefert kriegt, damit wir am Ende wieder die Gärreste haben. Also zwei Fliegen in einer Klappe, weil die eine BGH, das reicht aber weit noch nicht aus. Jetzt müsste ich mal kurz rumfahren. Ja, da fahren wir hier hinterm Traktor vorbei. Da kann man nicht laufen, ne? Muss ja quer rüber rennen. Da wäre auch noch Fuß, geht auch nicht. So, okay. Könnte ich mal live 14, ja, so viel Arbeit auf einmal, ne? Auf 14 mal anfangen mit Rad, aussehen. Ja, wieder zwei Sachen zur gleichen Zeit, oder drei oder vier. Ja, gut. Ist halt so. Aber der ist auch breitreifen, der passt. Wir können mal ganz kurz auffüllen. Entschuldigung. Rad zum Hals. Trocken, trockene Luft. Ja, ne, ja. 25%. Das Problem habe ich hier in der Wohnung, wenn draußen kalt ist, dass die Luft trocken wird. Das ist kein Corona, das ist hier. Trockene Luft. So. Jetzt ist die Heizung weg. Aber jedenfalls kurz auffüllen, einfach umstellen auf Raps. Ich kenne mich da am besten aus dem Auge, aus dem Sinn, und dann ist es plötzlich weg. Raps deswegen, weil wir brauchen ein bisschen Raps. Vielleicht bauen wir uns die Hydroproduktion auf und dann wahrscheinlich die Bretter, die Holzstamm, wahrscheinlich, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich tendiere eher zum mal Holz machen und sägen. Ich bin natürlicher. So, Dünger rein. Mal viel Raps brauchen wir ja nicht normalerweise, aber wir machen es eh voll. Nur was probieren. Und zwar, ob das Sinn macht, Vorwärtsgärreste aufzubringen oder hinterher. Hinterher ist der Quatsch, ne? Dann ist ja voll gedüngt. Gut.
Das ist natürlich jetzt auch ein Problem nicht, aber das ist doch halt so, ne? Problem haben wir keins. Und so viel Geras haben wir sowieso nicht. Dann mal gucken. Aber zum Testen jedenfalls, ob da Geras immer mal nachgefüllt wird. Ich weiß ja noch nicht genau, ob es genügend Dünger raufpasst. Es gibt ja auch eine begrenzte Menge, die der Düngerfrei raufmachen kann. Ja, mal schauen. Der Gärrest enthält ja auch viel Wasser, ne? Und da ist wieder ganz komisch. Ein roter Streifen in der Mitte. Und da ist komplett rot. Gut. Nummer 1, guck was los ist. Platz. Macht auch automatisch eine Deaktivierung nicht. Kurz mal halten, kurz löschen. Kursgenerierung 15, nehmen wir zwei Vorverwände und ja, das bleibt so weich. Ich probiere mal scharf aus, damit bin ich jetzt im Testen bei der NF-Marsch, ich habe hier auf der Mittelplatte relativ zufrieden, da hat man weniger nacharbeiten. Ersten Legpunkt und einstellen. Und mal schauen, ob wir noch die Reste nachbringen können oder müssen, oder dürfen, oder wollen. Weiß nicht genau. Zum Testen jedenfalls mache ich immer so. So. Wir haben noch 18 km/h, aber wie gesagt, die Räder drehen ganz gut. Ne? Der ist genau richtig mit Breitreifen und so, das ist richtig perfekt. So. Da steig ich mal aus. Jetzt wollen wir doch laufen, ne? Ach ne, durch die Kühe durch. Nützt ja auch nichts, wir müssen das mal aktivieren. Sonst, ich mache ja im Normalfall 7000 am Stück. Das ist zeitlich gesehen ganz gut, ne? Und der hat ja auch Zeit. Und dieser Modus ist halt abkippen, ne? Beladen am Ort, ne? Und abkippen bei der BGH und Mist als. So, so haben wir mehr als genug. Heu, ein bisschen Einladung Heu habe ich noch mit auch da hinten Bäume. Einladung Heu habe ich noch zu stehen mit LKW. Haben wir nicht geschafft. Ach, da ist ein LKW. Siehst du, da haben wir schon wieder. Der soll eigentlich mal hierher. So, schnell die Schweine versorgen, Junge. So viel Arbeit. Das ist schon Fischer und Vogel, wollte gerade sagen, Plattiger ja, ne? Ja, den müssen wir gleich hinbringen. Holen wir nichts jetzt hier raus. Wenn die Schweine was Nachschub brauchen müssten oder wollten, dann hätten wir theoretisch die Möglichkeit. Vor Ort haben wir auch noch ein Lager. Ne? Hier müsste man noch eine Straße. Ja, das bietet sich an, die Spur zu sehen. Ne? Aber jetzt machen wir es nicht, das ist jetzt. Sonst kommen wir nicht zur Potte, ne? Also wird da nichts fertig hier. Man kommt ja bei einer Geschwindigkeit, ich gehe mal auf 2, sonst verarbeitet die BGH ja nichts. Wir haben ja jetzt späten Sommer, ist unser, jetzt kommt die nächste Aktion, ist unser Hopfen dann reif? Das weiß ich jetzt nicht. Ne, ist noch nicht reif, dann haben wir keinen Stress. Und Rüben auch nicht, gut. Rüben haben wir nicht viel. Und Rüben überlege ich vielleicht noch ein Feld zu kaufen, damit wir mal Geld haben. Ne? Müsste mal eine Zeit finden und verkaufen. So, jetzt können wir die Leitplanke mal gleich entfernen. Ne? Das ist schon mal ganz günstig. Die stört ja ein bisschen erntereif. H-Leitplanke 4 Meter. H. Ja. Ich denke mal, das wird sich ganz gut tun, wenn die weg ist. Dann ist das. Das kann ich im Prinzip durchfahren. Ne. Ja, genau, Schweine geben mir recht. Nein, das ist natürlich blöd. Macht die eine Mühe und baut sie was auf. Der kommt der nächste und sagt, ich reiß wieder.
Nicht geht so einfach. Zu schnell. Nur dafür Geld, ne? Ist immer ein Schrott, ne? Wertvoller Schrott eigentlich. Also wertvolles Metall. Auch wenn es relativ dünnes Blech ist, aber ist eigentlich noch doch gutes. Die Leitplatten können bleiben, dann haben wir hier schon einen Weg. Die Straße ist schon mal ein bisschen markiert, das passt schon so, das andere kann grün bleiben. Jetzt können wir geradeaus fahren, ne? Obwohl ich die ersten Mal sicherlich öfter mal ja, links und rechts ausweichen versuchen werde. Ne? Das können wir jetzt schon besser anfahren, das ist so schön. Ne? Können wir gleich mal Futter holen. Da muss ich mir überlegen, ob ich hier irgendwie ein kleines Lager für Futter habe. Also dass ich hier separat Futter habe. So. Das war ja nicht viel. Okay, wenn man die Schweine vorher verkauft, ne, ist klar. Ne? Da habe ich auch Anhänger. Alle gedacht für die Schweine. Na gut, ist halt so. Ne? Irgendwo ist ja alles irgendwo geplant und dann ist doch alles anders. Ne? So, jetzt das nächste. Da habe ich ein Feldtier aufgenommen, dann müsste ein bisschen mehr rein hier. Aber auch nicht viel. Gehen wir auch mal gleich Wasser. Die haben wir gerade bekommen, das ist noch ganz gut, wenn man drin was gibt. Nicht verdursten, ne? Das wäre ja finanziell ein großer Schaden, ein paar Schweine um die Ecke kommen würden, ne? Genau, die andere Ende weit laufen hier. Geh an, du. Ist eh fast voll. Okay, gut, hier haben wir auch Schweine rausgenommen. Dadurch ist die, denke mal, die Futtermenge hier auch erfüllt. Nein, das ist nicht erfüllt. Wasser ist auch erfüllt. Wir werden aber gleich mal putzen und dann gleich mal versorgen. Da kann man den Radler nehmen. Hier so eine kleine Halle hinstellen, wo alles unterstehen könnte, ne? Könnte theoretisch, ne? Könnte vielleicht, ne? Oder auch nicht. Das ist sehr genau richtig, ne? Die richtige Größe, die Putzen. Normalerweise würde am Stall einer fest arbeiten. Einer oder zwei, um die ganzen Tiere zu versorgen, ist ja auch. Früher haben sie das per Hand gemacht, heute ist es sehr schnell. Man macht einen Schalter an und dann geht die Menge zu den Schweinen. Ne? Oder meine Gäste, ne? So wie hier, zuck, und da machen sie über eine Schnecke sicherlich und dann geht das automatisch hin. So. Wasser haben sie jetzt sauber gemacht, ist auch. Jetzt werde ich gleich mal den nächsten Schwung Futter holen. Ist hier was drin? Glaube ich nicht. Kann ja mal einen Blick riskieren. Da ist Stroh drin. Stroh werden wir jetzt hier abladen. Das ist ja im Grunde egal. Das laden wir jetzt hier ab. Dann müssten wir hier bei Gelegenheit mal ein Schweinefutterlager aufstellen, wenn unsere Malzproduktion für Bier hat ja immer Schweinefutter als Nebenprodukt. Das reicht ganz gut aus. Muss man auch wieder beliefern, ne? Das können wir schön geradeaus fahren. Das war eine gute Sache, ne? Man kann ja flexibler bauen, ne? Ist aber wie gesagt, wenn es nicht ist, dann geht es auch. Also
Mist. Ja, das kippt er sogar ab. Oder macht mir neu voll? Neu voll. Da kriegt man eine ganze Ladung rein. Wie gesagt, die BGH ist im Verbrauch bei Stück 501 relativ gering. Und hier kann man nur voll Schweinefutter nachkaufen. Aber das kostet halt Geld. Wenn wir was da haben, dann müssen wir nicht nachkaufen. Ne? Aber zum Anfang war das ganz gut. Und so teuer ist das auch nicht. Überlegt, bei Kühen muss man das Ganze dann noch mischen. Das kann man sich nicht kaufen, das Futter, ne? Schweinefutter, genau. Wenn gerade Stichwort Mischfutter gefallen ist. Das geht nicht, damit muss ich herstellen. Ich meine, jetzt wo die Produktion gibt, dann ist das ganz gut. Da geht es relativ einfach, sonst muss man sich so einen Mutterfutterbeschlag nehmen und dann bei so vielen Kühen ist das schon eine Mammutaufgabe. Hopfen ist, na, die ernten wir bald. Kalk haben wir ein bisschen Reserve, Schweinefutter. Machen wir alles rein und dann gehen wir wieder zurück. Ich werde nicht alles brauchen. Hier muss man jetzt mal eine Aufnahme prüfen, weil er sich diesen verzögert gezeigt hat. Warum weiß ich auch nicht. Wenn ich da wieder was machen muss. Zwecksoptimierung, ich habe es gerade gemacht, wo die Festplatten gehen. Langsam sehe ich ja den Geist drauf. Ne? Das kann auch sein. Ja, nicht so gut. Mal neue bestellen. Und da haben wir ein paar Silageballen. Ja, für die Kühe sagt man so, ne? Oben sind auch noch Silageballen. Aber hier unten links, die werden noch, glaube ich, noch gären müssen einen Tag. Und die da oben sind schon fertig. Kommt eigentlich in den BGH rein, aber wie gesagt, da ist aktuell so ein Mist, da fahre ich jetzt Mist. Da habe ich noch Mist bei den Schweinen noch. Und der macht jetzt scharf, das ist, klappt ganz gut. Wie gesagt, Kursplay hat eine gute Entwicklung gemacht. Da wird man besser. Schweinefutter kommt da vorne hin. Junge, nicht links oder rechts, das Stroh und Schweine abholen und liefern. Der Schweinefutter kommt. Er hat schon wieder Mist gemacht, die Brüder. Na ja, gut. Das sind wie kleine Kinder, die Schweine. Ja, 5%. Wie gesagt, das ist blöd ist nur, wenn es plötzlich nichts mehr gibt, ne? So, was wollt ihr haben? Ey, was man noch etliches machen, also von der Optik her kann man noch vieles machen, ne? Auf Bäume setzen oder so, ne? Ich muss ehrlich sagen, habe ich zurzeit keine Ahnung dafür und hier ist ein bisschen mehr, den Rest kippen wir wieder zurück. Wir brauchen garantiert den Anhänger näher zur Ernte von Hopfen. So. Könnte auch mal eine Ladung Mist für die Düngeproduktion. Dann nehmen wir Anhänger nicht dafür, ne? Das ist dann mir persönlich. Würde hier nichts ausmachen, weil der völlig egal ist. Ne? Wenn der Anhänger leer ist, ist er leer. Ne? Aber wie gesagt, halt optisch. Erstmal Futter gefahren und dann Mist. Das ist nicht so ideal. Würde man höchstens mal, wenn man es machen würde. Aber eher unwahrscheinlich. Weil Mist, Fahrzeuge hat man doch andere. Ne? Und Futter doch was ganz anderes. Ne? Hat nur die Abteilung den Hänger für Futter halt. Ne? Also das, nee, das ist. Da können wir auch verzichten, ne? Da müssen wir halt keins fahren. Ne? So viel Lohn für einen Fahrer oder für zwei? Was ist der andere hier, der mit Kursplätze zusammenfährt? So. So, wieder zurück jetzt, Futter. Einen Hänger haben wir zu stehen beim Schwein. Da können wir aber nicht hinfahren. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sehe gerade, wie das halt abgelaufen. Und tschüss und ciao. Und dann noch einen schönen Restdienstag. Jo. Morgen geht es hier weiter. Hier mit dem Arsch, wenn ihr Lust und Laune habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Und tschüss und ciao. Und dickes Dankeschön fürs Einschauen. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.